und herzlich willkommen zu meinem... Wow, habe ich gerade wieso Kopfschmerzen gekriegt? Entschuldigt. Und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute ist Mittwoch und heute habe ich mal wieder ein Thema im Gepäck. Und wir haben dieses Mal keine Themenwoche, keine Sorge. Wir haben das Thema Adoption jetzt abgehakt an dieser Stelle. Aber falls ihr noch Fragen habt oder euch irgendwas zu dem Thema interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich beantworte es dann wann auch immer, eben schnellstmöglich. Was auch, wann auch immer es falsch formuliert. Ja. Ja, mein heutiges Thema kommt aufgrund einer Geschichte zustande. Ich überlege gerade, ob ich mir ein zweites Girokonto einrichte, einfach für so ein bisschen Trennung von ein paar Sachen, die ich so habe und so einfach so, um nicht immer um den Überblick zu behalten, sagen wir so. Und dann habe ich diese Unterlagen gelesen und dann stand da irgendwie, wie heißt das noch, KWITT, so wird es geschrieben, wie es ausgesprochen wird, könnt ihr euch selbst einfallen lassen. Da bin ich offen für, falls es jemand weiß, auch gerne in die Kommentare. Und das habe ich dann gelesen, habe ich mir gedacht, was ist denn das? Dann habe ich, weil ich eben, wie schon gesagt, gerade zur Zeit an einem Handy rumüberlege, mir auch die Handyunterlagen geholt und Gott, da stehen auch wieder Sachen drauf, wo ich mir denke, ja, und was ist denn das jetzt? Und so bin ich zu dem Thema gekommen, das ich heute habe, nämlich mir ist extrem aufgefallen, dass die Technik extrem viel inzwischen kann, aber eben nichts mehr wirklich richtig kann. So. Und da haben wir wieder mein Knie-Jo. Ja, also, wundert euch nicht, wenn ich hier und da ein bisschen durch die Gegend gucke. Leo ist hier gerade unterwegs und den muss man ein bisschen im Auge behalten. Ja, ich habe, wie ihr wisst, bin ich von Windows 7 auf Windows 10 vor ein paar Wochen umgestiegen und ich kann es nicht leiden. Ich finde es furchtbar. Es ist grauenhaft. Es ist so, dass ich gemerkt habe, dass mir so Sachen aufgefallen sind, wo ich mir gedacht habe, ist das System wirklich fertig programmiert? Und ja, ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich öfters elektronische Geräte oder auch Systeme oder was auch immer gesehen, gekauft, bemerkt, wo ich mir sagen muss, mir fehlt die Langlebigkeit der Sachen. Also früher ist man losgegangen in den Laden, hat einen Computer gekauft und hat gedacht, den habe ich jetzt Minimum 10 Jahre oder vielleicht 5 Jahre, der hält. Heutzutage gehst du irgendwie in die Läden und in dem Moment, wo du aus dem Laden rausgehst, geht es mir oft so, dass bei mir die Frage aufkommt, hätte ich nicht doch lieber das Preiswertere nehmen sollen, weil ich meine, in 2 Jahren ist das eh wieder kaputt. Also, und es ist so, ich habe so das Gefühl, die Elektronik und die Technik überholt sich selbst. Es geht immer mehr darum, schnell zu sein, etwas erscheinen zu lassen und immer weniger darum, etwas erscheinen zu lassen, was auch langlebig ist. Also ich bin ja offenkundiger Apple-Nutzer und offenkundiger, absoluter Apple-Fan. Und zwar aus einem sehr guten Grund. Ich weiß noch, ich habe zu meiner Mutter gesagt, vor ein paar Jahren mal, da hatte ich total das Laptop-Problem. Da sind mir, glaube ich, 3, 4 Laptops in einem Jahr abgeschmiert. Ich muss zugeben, 2 waren benutzt, einer war schon älter und ja. Und die sind mir dann so abgeschmiert und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ja, das ist ja eigentlich gebundenes Kapital. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich mir jetzt einen neuen Laptop zu kaufen, warum kaufe ich mir dann nicht besser gleich ein MacBook, weil das hält dann zumindest doppelt so lange wie die anderen Geräte. Und ich bin auch ganz froh, meins ist noch eins von denen, wo ich sagen kann, es hält. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich diesen, also das war damals das Argument, mit dem ich meine, warum ich es mir damals von meinen Eltern zum Geburtstag war es gewünscht habe. Und da habe ich dann auch, ich habe meinen Eltern wie immer
immer einen langen Vortrag gehalten, warum es klug ist, da mir diese Investition zu helfen. Und da war mein Argument, es ist langlebiger. Und dann irgendwie zwischen der Zeit, wo ich meins bekommen habe, und dem, wo dann das Nachfolgemodell erschienen ist, entschuldige dich, mein Hase ist jetzt gerade auf einem Stuhl rum, einfach mal so. Ja, und zwischen dem Zeitpunkt, wo ich meins erhalten habe und dann das Nachfolgemodell gekommen ist, habe ich unfassbar oft gelesen, das Nachfolgemodell, das hebt kaum, das geht sofort kaputt daran und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir so gedacht, als dann mein großer Mac, den ich jetzt vor kurzem kaputt gegangen ist, entschuldigt, ich muss nochmal mich umsetzen. Mein Hase versucht wahrscheinlich bald da hochzuhüpfen. Da habe ich mir bei dem Kauf damals dann schon überlegt, kann ich das Argument noch bringen mit dem, es ist langlebiger, es hält länger, es ist, entschuldigt, wer macht gerade wachsen? Es funktioniert einfach einen ganzen Ticken länger als das andere? Oder ist dieser Bonus, entschuldigt mich, also das ist jetzt, ja, entschuldigt, mein Hase hat hier gerade, der ist auf der Suche nach dem hier. Der hat mal ein Nuss. Komm hier, Schatzitte, da ist sie doch. Okay, lass los. Armes verpeiltes kleines Mädchen. Ja, damals habe ich mir alle möglichen, konnte immer, egal wann, sagen, Apple hat das bessere Betriebssystem, Apple ist stabiler, Apple ist sicherer, Apple ist dies, Apple ist das. Und auch über Windows habe ich oft gesagt, also Windows 7 ist ein Top-System, ich finde das super, ich bin da total begeistert. Und dann irgendwann muss ich sagen, Windows 8 habe ich fast übersprungen. Also da hatte ich nur einen Laptop, der hatte Windows 8 und die anderen waren irgendwie dann direkt entweder 10 oder eben noch 7. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, wann es passiert ist, habe ich das Gefühl bekommen, dass es nicht mehr darum ging, dass man dem Endverbraucher etwas bietet, was stabil ist, was gut ist und was langlebig ist, sondern im Prinzip, dass es nur noch darum ging, schnellstmöglich ein neues System, einen neuen Computer, ein neues Handy rauszuhauen. Und die haben alle, ja wirklich alle, Kinderkrankheiten. Also als Beispiel, wenn ich heute, stand jetzt gerade, wenn mich jemand fragen würde, welches wäre das letzte Handy, das du mir, oder das aktuelle Handy, das du mir empfehlen würdest, dann würde ich sagen, heutigen Stand, und wenn es nicht unbedingt darum geht, noch die letzten Handys mit einem Knopf zu sichern, würde ich dir 6 empfehlen, das iPhone 6 oder das iPhone SE, weil die waren noch sinnvoll. Und die haben auch, da ging es irgendwie in meinen Augen nicht so darum, am schnellsten irgendwie ein neues System rauszuhauen, sondern da ging es wirklich noch so dieses darum, dass das Handy am Ende funktioniert. Und ja, das letzte OS, wo ich jedem empfehlen würde, war auf jeden Fall El Capitano, weil da ging auch wirklich noch alles. Das letzte Windows, das ich empfehlen würde für Windows-Nutzer, ist Windows 7, weil das ist auch das einzige, das wirklich noch zuverlässig funktioniert. Weil mir fehlen so viele Funktionen, wenn ich jetzt heute, also wenn ich an meinem neuen Mac arbeite mit Windows 10 Seite drauf, fehlen mir da extrem viele Funktionen. Also ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Programm habe, das irgendwie, ich weiß nicht, also mein iTunes, ich habe ein älteres iTunes, weil auch bei iTunes würde ich empfehlen, geht auf jeden Fall noch zu dem iTunes, wo ihr die iBooks, die E-Books und die Apps mit drin habt und nehmt nicht das, wo ihr dann schon das ganze Zeug dann. Ich sehe schon, mein Kanal kann ich voll vergessen jetzt langsam. Ich habe die Übernahme des kleinen Mannes. Ja, ich mache gerade noch Empfehlungen zum Thema, welche Betriebssysteme ich weiterempfehle. Entschuldigt, meine Mom ist gerade dazu gekommen.
Also mir fällt auf extrem, dass bei dem Windows 10 viele Programme, die bei Windows 7 noch gelaufen sind, so wutsch. Ich meine, gut, der Computer war alt, aber das Betrieb, aber diese Programme, die sind so durchgelaufen. Und jetzt habe ich zum Beispiel eins meiner Lieblingsprogramme, das habe ich drauf installiert, habe es deinstalliert, installiert, deinstalliert und es geht einfach nicht mehr auf. Ich krieg es nicht mal mehr auf. Es ist einfach jetzt total kaputt, wie es mir scheint. Wenn ich iTunes irgendwie manchmal aufmacht, habe ich, dann ist auch manchmal so Moment, gibt es manchmal so Momente, wo ich es aufmache und es funktioniert. Und manchmal mache ich es auf, dann funktioniert es nicht, dann mache ich es zu und dann kriege ich es nicht mehr auf. Dann muss ich erst den Computer hoch und runter fahren, damit ich wieder iTunes nutzen kann. Und ich weiß nicht, ob das der Sinn ist von dem Computer. Ja. Und manchmal stocken mir die Bilder, wenn ich zum Beispiel einen Artikel aus dem Internet ziehe, wenn ich da einfach eine Info haben will, weil ich es mir ausdrucken möchte und dann eine Word-Datei ziehe, dann kann es passieren, dass mein Computer einfach so stockt. Und ist dann für ein paar Minuten am Stück. Ja, gut. Dann wieder weiterzugehen, das letzte iOS, das ich empfehlen würde, ist auf jeden Fall das 10er. Da war bei uns ja daheim erst vor kurzem ein Riesendrama, weil mir mein Zehner nicht mal ein Update gemacht hat. Ja, das Elfer, das ist nichts. Das hat so viele Kinderkrankheiten und ich glaube auch nicht, dass ihr das mit dem 12er ausgemerzt bekommt. Es tut mir leid, Apple. Bei Android kenne ich mich nicht aus, tut mir leid, da kann ich euch nicht sagen, ob das jetzt gerade besser oder schlechter läuft, aber ja, wenn ihr da Infos wollt, ich habe einige so Elektronikkanäle verlinkt, glaubt mir, irgendeiner von denen wird euch da was wissen und im Zweifel einfach bei allen möglichen durchgucken oder sich informieren und mal schauen, wie die Bewertungen sind. Weil mein wichtigster Tipp für alle da draußen, ich weiß, der neueste Schnickschnack haben ist immer eine tolle Sache, aber wenn es um Updates von Elektronik geht, wartet 3 bis 4 Monate. Wartet 3 bis 4 Monate. Dann macht ein Up, dann lest alles, was drin steht. Lest durch, wie viele Leute sagen, es ist gut. Lest durch, wie viele Leute sagen, es ist schlecht. Und vor allem die, auch wenn es blöd klingt, die sagen, es ist schlecht, lest euch die durch, weil die im Zweifel sagen euch, wo Probleme auftauchen können. Die sagen, es ist super, es ist toll, es ist prima, das sind die, wo du sagen kannst, Glückwunsch, schön, dass es bei dir geklappt hat. Aber die, wo dann sagen, es funktioniert was nicht, sind die, die dir da am Ende mehr helfen können. Weil die sagen dir, wo die Problematiken liegen, wo. Das ist übrigens mein Zelio, kein knapper Objekt. Ja, komm hoch. Die können euch am Ende sagen, was die Problematiken sind. Und wenn ihr die gelesen habt, dann wägt ab, ob ihr mit den Problemen, die die sagen, die auftreten können, leben könnt. Und wenn die sagen, zum Beispiel, wenn ihr sagt, mir ist es extrem wichtig, dass es stabil Videos abspielen kann, das System ohne abzustürzen. Und dann einer schreibt, mir stürzen ständig die Videos ab, dann lasst die Finger lieber von dem Update und wartet lieber, bis das nächste Betriebssystem kommt oder so. Ja, das sind so meine Tipps zu diesem Thema, weil im Zweifel finde ich zurzeit, die Technik entwickelt sich weiter. Aber ist es wirklich nötig, dass es tut? Weil ich mal ganz ehrlich, ich bin der Ansicht, es wird es auch tun, wenn einfach die Sachen, die wir jetzt haben, Sicherheitsupdates bekommen. Wenn man die Option hätte, beim Alten zu bleiben. Ja, jetzt bist du wieder in meinem Video das zweite Mal, Leute. Ja, Entschuldigt. Ja, gut. Also, da ich jetzt ganz offensichtlich noch Hasenpflichten habe, wünsche ich euch einen wunderschönen Mittwoch. Es tut mir leid, dass ich ein bisschen verpeilt wirke, aber ich weiß einfach gar nicht, wo ich da bei dem Thema ansetzen hätte sollen besser. Und ja, ich hoffe, dass euch mein Video hilft. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, schreibt mir gerne in die Kommentare oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com oder ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Mittwoch und wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin, tschüss!